Der fährt auch einfach weiter. Ja, so wollte ich das machen. Da war, ich hatte schon das vorher geplant. Explodier, sauber. Geht mal alle drauf, ihr blöden Schweine. Boah, Shane, Alter, die... Dein Truck ist echt billig. Wir sollten abtauchen, nur eine Weile, damit ich mich wieder aufladen kann. Na gut, und ich weiß auch schon wo. So, ich hab mich schon aufgeladen. Ich glaube, es ist sicher. Los. So, weiter. So, schnell die... Tut mir leid, Bullerei. Oh, da kommen noch mehr. Akulas schon wieder. Jawoll. Das hätten wir schon. Ich versuche es quer durch den Park. What? Komm schon, Fett, schau das Auto weg. Oh ja. Astrein, du Superstar. Ja, aber wir sind gleich schon wieder am Arsch. Diese Wichser, ich treffe die nicht von da. Oh oh. Nein, Shane, du bist zu blöd zum Kacken, Junge. Die Kerle geben nicht auf. Okay, wieder auf Kurs. Okay, aber wir müssen wenigstens nicht von ganz vorne anfangen. Die Kerle geben nicht auf. Schon ein Plan? Ich habe einen Flussplan, aber das muss stimmen. Dwayne, ist der Bus bereit? Ich sehe dich. Komm auf dich zu. Ein Bus. Wer war das? Geh drauf, geh drauf, geh drauf. Boah, wie viel die uns auch abziehen und dem, wie viel die dem Wagen. Oh, sehr gut. Echt weise Voraussicht, Mann. Naja, manchmal klappt einfach alles. Ja, das war gut mit dem Bus. Also, wieso habe ich dich noch nicht in den Nachrichten gesehen? Ein Superstar-Kunde mit wie du ist doch garantiert der Staatsfeind Nummer 1. Ich habe Brent. Er sorgt dafür, dass ich weder abhebe noch auffalle. Ja, so, Endstation. Hier laden wir ab. Hab nichts dagegen. Komm schon, wir waren doch ein Spitzenteam auf der Straße. Stell dir mal vor, wie wir in der Kiste wären. Bewaffne deine Jungs und lass sie Brand suchen. Sonst lernt deine Kiste meinen Laser kennen. So sieht's aus. So, die Mission haben wir also doch geschafft. Mit Komplikationen. Hey. Und was, wenn ich dir sage, dass ich schon Leute da draußen habe, die sich nach deinem Bruder umhören? Ich schicke dir ihre Position. Vielleicht wissen sie inzwischen schon was. In nur einem Satz wechselst du von Spinner zu okay. Wie machst du das? Ich komme halt aus Texas. Okay, also ist es schon dafür gesorgt, dass Leute nach ihrem Bruder suchen. Wahrscheinlich hält er sein Wort. In was für einem Stadtteil sind wir? Hier wird auch rumgeballert die ganze Zeit. So. Hier vorne gibt es wieder ein Graffiti, was wir mitnehmen. Wir müssen ja auch immer ab und zu noch hier Punkte sammeln. Ich könnte das auch offscreen machen, aber das geht ja eigentlich recht zackig, muss man ja sagen. Machen wir mal wieder hier so ein schickes Gemälde an die Wand. So ein Neongemälde. So, jetzt müssen wir wieder hinterher ballern. So, schwupp. Schwupp. Okay. Ah, rüber, rüber, rüber. Ja. Das ist echt schwer. Also das sieht mit Sicherheit total easy aus. Aber das Zielen, ey, das Zielen ist echt nicht ohne. Also wenn ich so zielen müsste, das Spiel, dann hätte ich das schon in die Ecke geschmissen. Aber für so kleine Minigames, da geht das schon. Sehr cool auf jeden Fall. Sieht immer mega stylisch aus, das Ganze. Auch wo Delsin seine Graffitis gemacht hat, das sah ja auch schon ganz cool aus. Hier gibt's auch noch Punkte zu holen. Ja, oh, wir haben's gekriegt. Puh, das war knapp. Knapp, aber hat geklappt. So, da ist noch ein nächstes Rennen. Wir wollen ja auch hier noch Punkte holen. So, hinterher. Dickerchen. Boah.
Boah, scheiße. Okay. Da lang. Da runter. Ein bisschen doof, weil... Nein, scharfe Kurve. Manchmal sind diese Dinger echt richtig schnell. Und manchmal nicht so. Ah, die hat mich verarscht. Die dicke Kugel hat mich verarscht. Und jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie nicht. Nein. Nein. Wo ist die? Das Lumen ist entkommen. Ey, wie unfair, dass ich nicht wieder direkt da anfange. Das ist ja fies. Oh, und das war so knapp. Ich hatte es fast gehabt. Bleibst du hier oben? So. So. Oh, da sind irgendwelche Akula. Boah, die ballern auch sofort auf uns. Das sind ja mal richtige Feinde. So, beim Fahren in die Scheibe schießen, da kann man auch was freischalten mit. Sehr schön. Und zack. Das hätten wir auch. Gibt immer nur einen Punkt, leider, aber einer ist besser als keiner. So, hier ist auch nochmal ein Rennen. Ich höre die ganze Zeit irgendwelches Geballer. So, kriegen wir die diesmal? Was heißt diesmal? Ich weiß gar nicht, ob das dasselbe ist. Ich glaube nämlich nicht. So, na, wo geht's hin? Wo geht's hin? Wo geht's hin? Zu mir geht's. Komm schon, komm schon. Jawohl. Das war gut. Das war gut, ja. Das schmeckt dir. Das ist wieder oben, ha. Huh? So. Wunderbar. Es klappt echt richtig gut, die Steuerung mittlerweile wieder. Kann ich mich nicht beschweren. Wir haben schon wieder 14 Punkte geholt. In Rekordzeit. Wow, shit. Immer klappt's nicht, also. So, jetzt haben wir's. Und das nächste Rennen. Dann gucken wir mal, was wir so bekommen für unsere Punkte, wenn wir das hier schaffen sollten. Boah, das sieht ein bisschen schwerer aus. Obwohl. Wohin geht's? Nach rechts, okay. Nach links. Stark nach links sogar. Komm schon, krieg es. Jawohl. Ast rein. Und die Grafik sieht immer noch geil aus, also... Ich meine, Infamous Second Son hat ja nun auch schon ein bisschen Zeit hinter sich. Aber es sieht immer noch beeindruckend aus. Wäre auch schlimm, wenn nicht eigentlich. Ach, hier auf dem Kinderspielplatz. Nehmen wir noch mit. Nehmen wir noch mit. Warum nicht? Ist natürlich alles jetzt ein bisschen wild durcheinander. Nicht Stadtgebiet für Stadtgebiet. Aber man sieht ja hinterher, was noch übrig ist. Von daher... So viel gibt's da ja jetzt auch nicht. Boah, shit. 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 Das hatten wir doch schon mal, oder? Kann das sein? Ist mir das Mistding nicht schon entkommen? Da würde ich sogar wetten. Jetzt haut das nämlich gleich ab. Und weg ist es. Scheißendreck. Zweimal denselben und zweimal hat es nicht geklappt. Schade, schade. Na, da schaffen wir den Sprung nicht. Aber von hier... Von hier schaffen wir den. So, ist das Graffiti weit weg? Nein, dann nehmen wir das auch noch mit. Aber dann wirklich gucken wir... Gucken wir mal die nächste Mission und was wir uns an Upgrades holen können. Das Upgraden geht ja wirklich blitzschnell in diesem Spiel. Das war aber schon im Hauptspiel auch so mit den Scherben, aber das war auch ganz cool gemacht. So, dann zaubern wir was Schickes an die Wand. Nice, nice. Das gibt wieder zwei Punkte. So, dann schauen wir mal, was wir uns genehmigen. 20 Punkte.
Ja, okay, diese Rakete. Das ist der Nahkampfangriff. Munitionskapazität. Nahkampffinisher auf 2. Da. Okay. Gibt es jetzt mehrere? Was haben wir dann hier? Verlängertes Abfeuern von Blitzen. Ja gut, wir machen erstmal das. Jetzt haben wir noch 15. Dann würde ich sagen, die Zeit verlängern wir. Der Schwachpunkt eines Gegners wird ihr Fokusanzeige um 50% wieder aufgefüllt. Sehr gut. Ah, sehr gut. Aber leider haben wir nur noch 5, also können wir sowieso nur noch das machen oder wir sparen es auf. Aber da das Sammeln so extrem schnell geht, würde ich tatsächlich sagen, nehmen wir das, hä? Kein Problem. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zur nächsten Mission. Nehmen dabei natürlich hier die Dinger mit, weil es schneller geht. Oh, Moment. Warum nicht? Nehmen wir das auch noch mit. So. Mal schauen, ob Shane schon erfolgreich war und ihren Bruder gefunden hat oder zumindest einen Hinweis, wo er ist. Wir erledigen noch kurz hier diese Akula-Drecksäcke. Die sind nämlich hier irgendwo. Ich glaube hier unten. What? Du bist doch der Arsch, oder nicht? Ja, sicher. So. Ich glaube, es hackt. Müssen wir nämlich auch einige von abknallen, wenn wir die Autos sehen. Ich glaube, noch 8 Stück und... Ah, nee, jetzt... Hallo? Lass mal los, bitte. Danke. Also, das... Wir müssen das einfach mitnehmen. Das ist wie eine Sucht. Ich kann da nicht lassen. Oh, was wird das denn? Es wird auf jeden Fall etwas Größeres. Peng, peng. Wäre cool, wenn man noch ein paar hier so eine Schussanzeige hätte, dass man nicht zu viele daneben hauen darf. Oh, bitte darüber. Wow, nicht so weit, nicht so weit. So. Und das Katzen. Da ist er. Ja. Wunderbar. Und schon wieder ein paar Punkte gesammelt. Ganz nebenbei. So, hier ist unser Zielort. Ne, weiter darüber. Und da sind wir schon. Männern, ich beschütze jeden, der nach Brand sucht. Das wird gehen. Oh, was ich macht sie schieße, jetzt? Sobald die Sicht frei ist. Ich muss schnell sein. Shane, dein Mann atmet noch. Schön zu hören, dass du das drauf hast, weil gerade noch einer meiner Jungs entdeckt wurde. Ich erledige das. Schick mir seinen Standort. Was? Ach, da hinten oder was? Okay. Müssen wir auch wieder vom Dach am besten machen. So, von hier aus. Nein, 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 da ist ja noch was. Restaurant am Hafen. Ich verstecke mich auf dem Dach und erledige die Akkulas, wenn sie auftauchen. Ja, nicht schlecht.
okay. Ich könnte mit dem Truck hinter dem Laden warten. Sobald du loslegst, schnapp ich mir meine Jungs und wir hauen ab. Okay, dann haben wir jetzt einen Plan, dann erwischen wir sie nämlich alle. So. Da sind überall Akulas. Halt dich fest. So, nebenbei noch hier einen Punkt eingesammelt. Wunderbar. Jetzt mal ein bisschen Gas. So, da müssen wir hoch. Oh. Oh. So. Willkommen im Fleischwolf, Jungs. Shane, sie sind abgelenkt. Hol deine Jungs raus. Ja, Ma'am. Ach du. Du Pfeife. Ich bin gleich tot. Die haben mich übelst erwischt. Okay, meine Jungs sind draußen und gehen die Nebengasse runter. Nicht, dass es jemand bemerkt hätte. Alle Akulas schießen auf dich. Von mir aus, wenn sie gern Hackfleisch werden wollen, nur zu. Scheiß Scharfschützen. Wo? Niet, was? Den haben wir. Wie fett schlacht, die Lache ist so geil. So, wir... Wow. Shit, Mann, das sind echt... arg viele. Da ist noch einer. Bleib mal ruhig. Sind deine Jungs okay? Haben sie Brent gefunden? Na, du hast sie schwer motiviert. Zu sehen, wie du auf den Putz haust. Boah, unglaublich, Kleine. Du bist der Sensenmann. Ich bin kein Monster. Ich will nur meinem Bruder helfen. Ohne ihn flippe ich manchmal aus. Dann, werte Dame, hast du Glück. Einer der Jungs, den du gerettet hast, hat gehört, dass ein Akula-Leutnant etwas in Georgetown abgeholt hat. Wenn wir den Kerl auf den Überwachungsbändern finden, können wir vielleicht zurückverfolgen, wo sie Brent festhalten. Hin und wieder bist du schwer in Ordnung. Heißt das, du lässt den Cowboy doch noch den Bullen reiten? Bullen sind männlich. Ach, was soll's. Gewalt in Seattle. Shane hört auch nicht an, nicht auf, uns anzubaggern, ne? Wir haben gerade ein bisschen andere Sorgen, oder? Ah, fuck. Mein Gott. Geh da hoch. Geh doch da hoch. So. Ein Versuch noch hier. Ich will... Alter Vater. Nee, das geht so nicht. So und so. So. Und jetzt mit einem Sprung, dann sollte es funktionieren. Jawollo. Haben wir schon wieder die nächste Mission absolviert. Da ist aber irgendwas Neues aufgetaucht, oder?